Hallöchen Leute, willkommen zur 19. Episode meines Let's Plays Final Fantasy 7. Ich bin Davy und ich tue euch ganz herzlich zurück begrüßen. Ich habe ein bisschen aufgelevelt, wie ich gesagt habe, Level 30, ich habe auch kaum Magiepunkte noch. Das waren echt harte Gegner. Aber wir haben nämlich bei Nanaki viel erreicht jetzt erstmal. Shiva hat es geschafft, auf Level 2 zu kommen, das heißt, wir können Shiva zweimal beschwören. Und ein Alle ist auch auf Level Up, das hier, bei der Kälte. Das heißt, wir können auch alle dreimal jetzt benutzen. Was will man mehr? Das ist doch schon positiv, oder Leute? Das ist doch wirklich sehr, 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 sehr gut. Das würde ich sagen, das tue ich sehr, sehr sogar begrüßen auf eine Art und Weise. So, ansonsten glaube ich, war es nichts mehr. Ich muss jetzt gerade nur gucken. Nee, es war eigentlich nur das. Alle sind jetzt auf Level 30, was will man mehr? Und was wir jetzt machen ist... ich lasse es noch. Ich lasse es noch zur Verfügung, die Blutfletscher. Aber wir gehen jetzt erstmal ins nächste Dorf rein. Es ist die Heimatstadt von Cloud und Tifa. Du sagst es, die ganze Stadt ist abgebrannt. Ja. Cloud, hast du uns angelogen? Ich lüge nicht. Ich erinnere mich, die Hitze der Flammen. Naja, wie man sieht, ist nichts hier passiert. Irgendwie ist noch alles da. Was ist wirklich hier passiert? Das ist eine sehr gute Frage, Leute. Eine sehr, sehr gute Frage. Aber das werden wir dann jetzt herausfinden mit der Zeit. Was ist in dieser Stadt hier passiert? So, was haben wir hier? Hier ist nur was zum Trinken, so wie es aussieht, oder? Ah, kaufen können wir. Getränke und High Points. Ah, komm, machen wir mal ein paar. Dass wir ein paar Tranks haben, mal wieder. So, wie sieht es bei Phoenix wieder? Da sind wir. Oh, Zelte. Die tue ich auf jeden Fall mal ein paar zuschlagen. So, dass wir ein paar Zelte mal haben. Das wäre mal sinnvoll. Von der ganzen Geschichte hier. So, dann schauen wir mal. Oh, was ist das? Ein Mann im schwarzen Umhang. Er hat eine Tätowierung mit der Nummer 12. Er hat etwas. Elixier. Kannst du hören die Stimme von Sephiroth? Aha, was für ein Bekloppter ist das? Okay, das sagt immer noch das Gleiche, alles gleich. Ich habe jetzt gedacht, er sagt was anderes. Aber wenn er das Gleiche sagt, ist es hier eigentlich Humbug, den nochmal anzusprechen, ganz ehrlich, Leute. So, was geht mit dir da hinten ab? Hübsche Stadt, oder? Wir sind hier schon lange im Geschäft. Du lügst. Hast du was mit der Stadt zu tun? Außer hier geboren und aufgewachsen zu sein? Logo, was meinst du sonst? Ich war hier, bis ich 14 war. Und an dich kann ich mich nicht erinnern. Lügen ist Lin. Das ist echt ganz komisch. Das ist echt hier eine ganz komische Situation. Was ist mit dieser Stadt nur passiert? Das ist eine sehr gute Frage, Leute. Aber das werden wir bestimmt herausfinden. So, erstmal gehen wir eine Runde pennen. Oder gehen wir erstmal hoch. Oder schauen wir. Oh, da ist noch einer. Die Tätowierung Nummer 6. Er hat etwas. Glückskapsel. Er muss so wieder verkleiden. Alle hopp, gut. Dann scheiß dir mal in die Hosen. Okay, so durch können wir nicht. Alles klar, können wir hier irgendwas aufmachen? Nein. Gut, und da können wir bestimmt pennen. Pennen, ja, das machen wir ja auch bestimmt gleich. So, was geht hier ab? Ist sonst noch so ein Freak hier in der Nähe? Anscheinend eher nicht. So, gut. Haben wir hier irgendwas, wo wir was mitnehmen können? Nee, anscheinend auch nicht. Das ist schlecht, das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Ich möchte ein Zimmer zuerst, ja. 100 Gil, ja, 100 Gil, das ist ja eigentlich kein Problem. Von daher, 100 Gil ist eigentlich wirklich noch machbar, das zu meistern. So, dalle. Dann hören wir uns mal auch die Geschichte mal an. Das wäre auch mal sinnvoll, glaube ich mal. Oder was meint ihr, Leute? Die Geschichte uns mal anzuhören, was er uns zu erzählen hat. Diese Stadt sollte vor 5 Jahren niedergebrannt werden.
Was zum Teufel ist hier los? Sag nicht so schreckliche Dinge. Ich bin in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Was du behauptest, ist nie passiert. Ja. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Okay, und der Hundlein? So, kann man da rein? Nein. So, was geht hier ab? Diesem Häuslein? Nichts Interessantes, so wie es aussieht. So, gut, dann gehen wir mal ein Stockwerk höher. Ah, da haben wir noch einen. Wieder. Aha. Okay. Gut, was mit dir? Wieder. Oh, okay, alles klar. Da gibt's nicht mehr. Cloud guckt verwirrend in der Gegend rum. Auch nicht schlecht. Cloud ist verwirrt. Cloudline ist verwirrt, oh. So, was gibt's hier? Sonst nix. Vielleicht so ein Turtle-Paradies mal wieder, aber das bezweifle ich. Gut, dann sind wir hier in Tiffas Haus. Dann schauen wir uns mal Tiffas Haus. Oh, da ist noch einer. Muss es holen und Sephiroth bringen. Dann eins mit Sephiroth werden. Dieser Typ hat die Nummer 5. Alles klar. Muss man das jetzt verstehen? Ich glaube nicht, was mit dir. Er hat die Tätowierung 11. Turboäther. Muskelwiedervereinigung. Alle mit euren Wiedervereinigungen. Was wollt ihr wiedervereinigen? Das ist eine sehr gute Frage. Tätowierung Nummer 4. Platinfaust. Wo bist du, großer Sephiroth? Tja, das wüssten wir auch gern, weil wir würden ihn gern in den Hintertreten. Den Vogel. So, können wir eigentlich das Liedchen spielen hier, was wir letztens gespielt haben? Aber ich kann mich genau erinnern, dass ich damals Klavier gespielt habe. Aber warum brannte es nicht nieder? Klavier spielen, klar. Also, wie ging das nochmal? Hab's vergessen, ich erinnere mich, okay? Ich glaube, das war's, oder? Nö. Anscheinend nicht. Alle hopp, das muss ich mal bei einer alten Aufnahme gucken, wie ich das gemacht habe. So, weil dann muss ich das gleiche spielen, dann kriege ich hier was Besonderes. So, dann gehen wir mal in Clouds Haus. Was? Oh. Was ist? Ich möchte deine Geschichte hören, natürlich. Ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr in diesem Haus gewohnt. Nein, aber die Stadt wurde niedergebrannt. Bist du krank? Solche Dinge zu sagen? Verschwinde! Okay. Alles klar im Kabuff. Ja, genau. Man muss echt nicht verstehen, was hier vor sich geht, ganz ehrlich, Leute. Es ist sehr verwirrend für dich, auf eine Art und Weise. Aber was will man machen? Es ist halt, wow, er ruft Sephiroth, 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 ja, schön. Kannst weiterrufen. Der große Sephiroth ist nah. In der Villa. Ah, der große Sephiroth. Aha, in der großen Villa ist er also. Aber bevor ich auf Sephiroth treffen werde, werde ich erstmal jetzt hier was ganz anderes. Oh, da ist noch was. So, dele. Feindschleuder. Jetzt muss ich mich aber kurz erinnern. Hier ist nämlich ein Safe. Und bei diesem Safe muss man eine bestimmte Kombination machen. Die habe ich mir auch irgendwann mal aufgeschrieben gehabt. Ich muss sie gerade nur gucken. Okay. Rechts 36, links 10, rechts 59 und rechts 97. Alles klar, dann versuchen wir es. So, 36, 10, 59, 97. Safe trotzdem öffnen. Jawohl, dann fangen wir an. So, 36. Das Wichtige ist, dass wir immer... Genau, und jetzt auf 10. Man darf nicht drüber gehen. So, und jetzt 59. So, 59, komm. Komm, super schön. Und 97, komm. So. Nein, verkackt. Verdammt. Man darf halt nur nach rechts, das ist das Wichtige. So, safe öffnen. So, wir haben die 36, bitte. Einmal, 36. So, die 10, komm. 10. Die 59. Wow. Ah, jetzt habe ich es eh verkackt. So,
Allahop, nochmal von vorne. Allahop, die 36 mal bitte. So, zack, zack, zack. 36, die 10. Oh, komm, zack. Und jetzt die 59. 59 und die 97, komm. So. Sehr schön. Erfolgreich und Boss-Time! So, da freue ich mich jetzt drauf. Ich hoffe, dass das funktioniert, ohne dass wir down gehen. So. Kling. Und los geht's. So, wir sind eigentlich stark genug für ihn. Wir müssten ihn eigentlich locker fertig machen. Wow, 1000! Wunderbar reingezimmert. Was? Oh, Blutfletsch habe ich eigentlich zu früh gemacht, aber egal. Böp. So, weil wir kriegen ja eigentlich Energie und MP dafür. So, alle drei Limit Breaks reingezimmert bis zum geht nicht mehr. Sehr schön. So, und jetzt geht's gleich los. So, Beschwörung. Einmal Shiva, bitte. Einmal Bramur und du machst schnell Titan. So. Schön reinzimmern, schön reinzimmern. Und wunderbar. Immer schön reinzimmern. Wunderbar. Wir können ja Shiva zweimal benutzen. Das ist schon mal vorteilhaft. Oh, 372. Das ist nicht viel. So. Donner der Gerechtigkeit. Oh, hoffen wir mal, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Jetzt. So, die nächste Zimmerei rein. Sehr schön. 452 ist wunderbar. Komm, 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 komm. Ja, sehr schön. Oh, Blitz. Shiva. Oh, oh, ich muss Cloud heilen. Er muss sich selber heilen. Gut, dass er jetzt rankommt. Das ist sehr gut. Dann kann er sich erstmal eine Runde heilen. Boy. Ah, 483, nicht viel. Oh, 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 jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. So, jetzt geht's ab. Jetzt dürfen wir nichts verkacken. Weil jetzt ist er am stärksten. Und er hat jetzt weniger wie die Hälfte an Energie. Also wenn wir jetzt Ifrit noch reinzimmern und Chocobo, müsste es vielleicht reichen. Oh, der verliert... Ah, das ist jetzt die Form. Sauber. Ich mag diese Form. So, Ifrit. Ah, Ifrit haben wir auch zweimal. Sehr schön. Dann Nanaki einmal. Oh, nicht Bio. Nicht Bio, du Drecksack. 617. Der kleine Drecksack. Unfassbar. Uiuiuiuiui. Das muss jetzt alles funktionieren. Ohne Probleme. Sonst kotze ich gleich. 114, das ist auch nicht viel. Da glaube ich, sind wir echt sinnvoll mit. Oh oh. So, Nanaki, einmal alle heilen, bitte. So, du darfst einmal das. Versuchen wir mal mit Tryen. Meta-Zauber reinballern. Blitz. Oh, oh, Nanaki, super. Genau der, wo es jetzt sein sollte. So. So, da machst du. Du greifst einfach automatisch an. Oh, 48, das ist auch nicht viel. So. Du ballerst da mal rein. Sehr schön. So. Barret. Zack. Lieber Truffballern, das bringt ja nicht viel, so wie es aussieht. Yo! Barret verabschiedet sich gleich. Wenn wir nicht aufpassen. So, Nanaki heilt alle. Sehr gut. So. Limit Break. Und jetzt müsste reichen. Komm, das reicht jetzt. Bitte, das reicht jetzt, du verdammter Scheißboss. Tausend. Was? What the fuck? Sauber. Heilung alle. So, Barret heilt sich auch mal selber. Nochmal. So. So, sehr gut. Komm, 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 Cloud. Hammer ihm jetzt so richtig ordentlich eine rein, bitte. So, komm, Nanaki, auf, auf, auf. Ah, jetzt kriegt noch Barret die Bio ab. Saubere Geschichte. Boah, geht doch, ey. Nanaki hat's wenigstens beendet, die Geschichte.
Meine Güte. 2000 Erfahrungspunkte ist schon ein ordentlich. Kosmoglut haben wir auch noch dazu bekommen. So, einmal der Schlüsselkessel. Und dann haben wir noch eine neue Materie, einen neuen Beschwörungszauber auch noch bekommen. Das ist sehr, sehr gut. So, einmal heilen alle. Die neue Materie tun mir natürlich... Ja, das ist halt jetzt blöd. Ich werde jetzt auf jeden Fall Odin hier reinmachen und natürlich Chocobo wegmachen. So, nach dieser kleinen, guten Aktion werden wir natürlich auch das Shinra-Gebäude des Shinra Village verlassen und werden uns natürlich auf den schnellsten Weg hier jetzt zum Speichern machen. Weil nach diesem Erfolg will ich auf jeden Fall speichern. Weil der Boss ist einfach die größte Katastrophe. Ich mag den einfach nicht. So, und außer Attacken bringt uns da eh nicht viel bei dem hier. Weil Zaubern hilft nicht viel bei ihm. Da ist man mit Zauber leider verloren. Gut. So, das ist schön. Wir haben gleich Odin. Wir haben das Viech so schnell wie möglich platt gemacht. Da bin ich jetzt echt vollkommen zufrieden bis jetzt. Mit dieser Episode bin ich wirklich richtig zufrieden. So, abspeichern. So, alles klar. Und jetzt gehen wir mal ins Shinra-Gebäude weiter. So, und dann werden wir natürlich jetzt auch dann den nächsten Charakter auch bekommen hier. Durch das, dass wir was bekommen haben natürlich gerade eben. So, eine Zauberkapsel erhalten wir hier noch. So, oh nee, nicht ihr Viecher. So, Blitz rein. Feuer, ich mag euch nicht. Nicht heilen. So. Ich hätte vielleicht vorher pennen müssen. Das wäre sinnvoller gewesen, glaube ich. Naja. Es wird schon gut. Oh, Level 31. Es geht voran. Forano, forano. So. Das kennen wir ja schon von der Story, wo uns das Cloud erzählt hat. Oh. Ich meine, es stört mich ja wirklich nicht, Battles zu machen, ganz ehrlich, Leute. Weil die sind ja dafür da, dass man ja Erfahrung sammelt. Das ist ja wichtig irgendwo. Aber gerade in dem Moment, wo ich sage, hey, ich habe eh nicht viel gerade an Magiepunkte, dass ich jetzt gegen Leute kämpfen muss, die mir echt gerade nicht im Kram passen, aber naja, muss man halt dann durch, ja? So, einfach Truffwäsche, Truffwäsche, Truffwäsche. So. Lauf doch wie geschmiert. Was will man mehr? So, Dele. Dann geht's jetzt weiter und jetzt hier runter. So, da ist schon die wunderbare Musik. So, dann gehen wir gleich hier rein, nämlich der dafür mit dem Schlüssel bekommen. Und hier, Graf Dracula persönlich. Um mich aus dem Albtraum aufzuwecken. Wer ist da? Ich hab dich noch nie gesehen. Du musst gehen. Du hattest einen Albtraum. Ich hab dich geweckt. Du sollst mir dankbar sein. Ein Albtraum. Mein langer Schlaf hat mir die Gelegenheit gegeben, Sühne zu leisten. Was sagst du da? Fremden habe ich nichts zu sagen, verschwinde. Dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eures Albtraums. Das kannst du leider verdammt nochmal laut sagen. Was weißt du? Erzähl von Sephiroth. Wie du gesagt hast, dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eines Albtraums. Nein, das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit. Sephiroth hat den Verstand verloren. Er hat in diesem Haus versteckte Geheimnisse entdeckt. Sephiroth. Du kennst Sephiroth? Kennst Sephiroth? Fang du an. Okay, dann erzählen sie sich jetzt gegenseitig die Story. So war's. Sephiroth weiß also, dass er vor 5 Jahren erschaffen wurde. Und was ist mit dem Yennova-Projekt? Er war verschollen. Es war verschollen. Und ist erst vor kurzem wieder aufgetaucht.
Er hat viele Leben auf dem Gewissen und sucht jetzt das verheißene Land. Jetzt bist du dran. Du dran. Tut mir leid, ich kann nicht reden. Hey, du Arschfaskel! Ihr habt mir eine weitere Sünde auferlegt. Jetzt werde ich noch mehr Albträume als zuvor haben. Bitte, geht jetzt. Mal schauen, kriegen wir es nochmal hin? Ja. Du bist immer noch hier? Wer bist du? Sag uns wenigstens, wie du heißt. Ich war in Shinra Produktionsabteilung, in der Verwaltungsforschung, auch bekannt als Turks. Vincent, das ist der gute, gute Vincent. Vincent. Die Turks? Das war einmal. Mit Shinra habe ich nichts mehr zu tun. Und du? Cloud Exodia. Du hast auch zu Shinra gehört. Kennst du Lucretia? Wen? Lucretia. Die Frau, die Sephiroth gebar. Gebar? Ist Yennova nicht Sephiroths Mutter? Ganz falsch ist das nicht, aber es ist nur eine Theorie. Eine wunderschöne Frau gebar ihn. Lucretia war diese Frau. Sie war die Assistentin von Professor Gast von Genova Projekt Wunderschöne Lucretia. Ein Experiment mit Menschen? Das Experiment konnte beim besten Willen nicht gestoppt werden. Ich konnte sie nicht abhalten. Das war meine Sünde. Ich habe zugelassen, dass sie, die ich liebte und am meisten bewunderte, das Schlimmste erleben musste. Und seither schläfst du in einer Kiste, erzähl keine Märchen. Lass mich schlafen. Oh, Boss-Time. Boss-Time, sag ich. Ich meine, oh, ein Untoter, das gefällt mir nicht. Der darf nicht näher kommen. Das darf er nicht. Komm, mach mal Key. Oh, ordentlich zimmert er rein. Laber nicht. Alter, fuck you. So, Zimmer jetzt rein, auf. Oh, laber nicht. Komm, verpiss dich. Young ist aufgeregt, okay? Komm, Zimmer in die Hölle. Oh je. Young ist aufgeregt. Gut. Brav, dass er aufgeregt ist, aber es soll trotzdem in die Hölle gehen. Geht er jetzt down? Young ist aufgeregt, okay. Oh oh. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ich muss Zauber machen. Und am besten Heilung. Ich weiß nicht, wen das jetzt hinzimmert. Okay, Barrett. Wow, 531. Das ist halt so ordentlich. Was er da reinzimmert. So, wenn ich den jetzt schaffe, muss ich fliehen von diesem Battle. Der ist... So, was ist jetzt mit dem? Young ist aufgeregt. Okay, ich habe das verstanden, dass er aufgeregt ist. Oh. Sehr schön. Okay, der fällt nicht um. Der fällt nicht um, der Spasti. Geh down. Boah, ist das ein lang ewiges Battle. Das darf doch echt nicht wahr sein. Ja, ich weiß, dass er aufgeregt ist. Das geht mir langsam auf den Keks. Nein, kein Blutfletscher. Blitz. Eieiei. Das diesmal auf Cloud. Das gibt's doch nicht. Warum geht er nicht down? Auf Barrett, mach, gib ihm jetzt den Rest. So. What the fuck is going on now? Barrett, mach jetzt. Och, weißt was? Ich renne einfach davon. Young ist glücklich? Okay. Wieso ist er glücklich jetzt? Selbstmord, Young. Oh, fuck you. Fuck you. Und das noch
an Cloud. Das erste Mal, wo einer mir down geht. Unfassbar. Wie traurig. Wie traurig aber leider war. Dafür kann ich noch nicht mal was. Verdammt, ey. So, Cloud. Heil dich. So, und jetzt ab. Lass mich schlafen. Ja, ich verstehe es. So, jetzt rennen wir ein bisschen weg. Warte. Komm, nimmst jetzt der gute Vincent. Wenn ich mit dir komme, werde ich dann Hoyo treffen. Keine Ahnung, aber wir suchen ihn und Sephiroth, also früher oder später. Lucretia. Okay, ich habe beschlossen, mit dir mitzukommen. Was? Als ehemaliger Türk kann ich euch vielleicht helfen. Na gut. Vincent wurde freigeschaltet, das ist schön. Level 30 ist auch gleich von Anfang an, das ist ja auch noch wunderbar dabei. Aber trotzdem will ich ihn jetzt nicht haben. So, wir gehen jetzt hier weiter in diesen kleinen Raum hier rein. So, weil jemand wartet ja da hinten auf uns. Da ist er ja. Sephiroth. Das birgt meine Erinnerung zurück. Machst du bei der Wiedervereinigung mit? Ich weiß nicht mal, was eine Wiedervereinigung ist. Yenova wird bei der Wiedervereinigung sein. Yenova wird bei der Wiedervereinigung sein. Mitmachen, es wird ein Unglück aus dem Himmel beschworen. Yenova, ein Unglück aus dem Himmel? Meinst du, sie war ein Angehöriger des alten Volkes? Aha, ich glaube, du hast kein Recht mitzumachen. Ich gehe nach Norden, am Mount Nebel, vorbei. Wenn du es herausfinden willst, dann folge mir. Wiedervereinigung. Unglück aus dem Himmel. Ah! Und er schießt uns noch eine Materie entgegen. Eieiei. Dann nehmen wir mal die Materie Zerstörung. Interessant. So, hier finden wir ja nichts. Also müssen wir jetzt dem guten Sephiroth hinterher. So, jetzt will ich aber gucken, was die bewirkt. Zerstörung. Aha. Okay. Also eher keine interessante Materie. So gut, dann verschwinden wir endlich aus der Shinra-Villa, aber vorher gehe ich natürlich pennen. Naja, wir haben jetzt ein bisschen... gleich ins Battle rein. Wir haben klar ein bisschen was erfahren, was Ding angeht. Wir haben schon ein bisschen auch was erreicht. Wir haben einen neuen Charakter bekommen. Was will man mehr? Ganz ehrlich, Leute, das läuft doch wunderbar und präzise hier alles. So, gut. Wunderbar. Ich meine, wir haben auch hier in Nibelheim jetzt nichts mehr zu erledigen. Wir können rein theoretisch wirklich zu Mount Nibel hingehen und dann ist... Weil das war es ja soweit. Wir haben ja jetzt die komplette Villa abgeschlossen. Das waren ja auch nur zwei Kisten zu holen. Mehr gibt es ja auch hier drin nicht, glaube ich. Ich gucke noch kurz vorsichtshalber nach. Aber ich glaube, das war es soweit, was es hier gab. Aber Gott sei Dank habe ich ein bisschen aufgelevelt, also wenigstens Level 30. Da hat man schon gemerkt, also sonst wäre der eine Boss schon es dick in die Hose gegangen. Und es muss echt nicht sein, dass es dick in die Hose geht. Super, und jetzt kann er keine Magie machen. Weil er still ist. Ein stiller Haber. So, das reicht jetzt nicht, oder? Komm, machen wir halt nochmal Blitz. So, schick sie alle in die Hölle. Da, wo sie hingehören. Alle in die Hölle. So, gut. Barrett ist auch fast Level up. Wunderbar, was will man mehr? Gut, dann können wir jetzt hier verschwinden. Hier hoch und da runter. So, das ist auch erledigt soweit. Das ist wunderbar. Jetzt darüber nochmal. Ich glaube, hier war nichts. Oder? Nein, ist hier ist nichts. Oh doch, dahinter. Na, das sind doch die Kisten. So, da haben wir einmal Zwillingsweeper. Aber was ist eine Zwillingsweeper nochmal? Was ist nochmal eine Zwillingsweeper? Oder Wiper?
Zwillings. Peacemaker ist ja eine Waffe für den guten Vincent. So, was ist ein Reaper? So. Wo ist es? Ah, das ist für Yuffie, alles klar. So, ah, okay. Und da kommen wir nur so rein. Alles klärchen. Gut, dann gehen wir mal schnell noch dahin. Aber natürlich machen wir noch vorher ein Battle. Das ist ja klar. Gut, und das sind jetzt auch noch genug von den Freaks dabei. Schicken wir sie alle in die Vergeltung, in die Vernichtung. Komischer Atem. Kannst du so oft wie du willst machen. Flüche. Okay, alles klar. Hauptsache, der wirkt ordentlich. Und jetzt noch einmal Eis, bitte. Ja, das bringt mir nichts. Der ist ja eh wieder still. Komischer Atem. So, und das hoffe ich reicht mal. Wenn nicht, muss ich nochmal Blitz reinballern. Nee, reicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank reicht es. Wunderbar. So, Barrett ist Level Up. Wow, hier. Das einzige Positive, was in dieser Villa ist, ist, man kann aufleveln ohne Ende. Silbernes Megafon. Wir haben die nächste Waffe für Cat Sith bekommen. Sehr schön. Gut, das war's mit der Shinra Villa. Die Shinra Villa, die Shinra Villa. So, dann gehen wir mal einmal eine Runde pennen nochmal. Sehr schön. Das läuft doch wie geschmiert. Auf eine Art und Weise. So, Leute, das war's auch mit dieser Episode heute. Ich habe gedacht, wir machen nur Nibelheim und wir machen morgen dann mit dem Mount weiter, weil der wird schon ein bisschen länger dann. Deswegen, das gute Fahrzeug müssen wir uns jetzt hier auch da lassen. Der Mount ist genau hier vorne dran. Wenn ich jetzt hier durchquere, sind wir im Mount Nibel drin. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen natürlich bei Mount Nibel wieder. Ich freue mich schon drauf, Leute. Wir kommen richtig voran, was Final Fantasy angeht. Level 31 in 11 Stunden ist auch schon sehr viel. Aber wir haben noch sehr viel vor uns. Ist auch so. Wir haben noch sehr viel vor uns. Aber ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.